Ich grüße Sie und euch ganz herzlich bei herrlichem Sonnenschein. Haben Sie schon mal mit Ton gearbeitet, ihn geknetet, ihn geformt, etwas Neues entstehen lassen? Und haben Sie auch mal daran gerochen? Es riecht erdig. Erde, Humus, gerade jetzt wieder angesagt. Humus, da klingt noch ein anderes Wort mit: Humanität. Humanität, da schwingt mit Fürsorge, Menschenliebe und Menschenfreundlichkeit, Mut, Vertrauen, Durchhaltevermögen. Das geht aber nur, wenn wir mit beiden Beinen auf der Erde stehen, wenn wir spüren und fühlen, wie die Erde uns trägt. Und da sind wir wieder bei unserem Ton und dem erdigen Geruch. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, lesen wir im Buch Jeremia. Das ist großartig. Gott hat mich geformt. Ich bin ganz in den Händen des Schöpfers, des Töpfergottes. Und er ist fantasievoll, wie ein guter Töpfer mit mir ans Werk gesang. Diese Fantasie steckt in uns allen. Es gilt, Gottes Fantasie in mir zu entdecken, jetzt in der Zeit, wo nichts mehr selbstverständlich ist. Entdecken Sie ab Karfreitag an unseren Kirchen die fantasievoll gepackte Ostertüte. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Karwoche. Bleiben Sie gesund, bleibt gesund, Ihre und eure Barbara Fortberg.